Die Bisons kehren zurück in die Prärien Kanadas. Zur anstehenden 150. Jahresfeier des Landes beschloss die kanadische Regierung, im Banff-Nationalpark eine neue Herde anzusiedeln. 16 Exemplare des ikonischen Büffels wurden auf eine abenteuerliche Reise geschickt. In Containern ging es zunächst nach Banff und von da aus per Hubschrauber in das sogenannte Panthertal des ältesten Nationalparks des Landes. Hier im Gebiet der Rocky Mountains leben die Bisons zunächst noch in einem kleineren umzäunten Areal, wo sie geschützt ihre Population ausbauen können, bevor sie 2018 in ein 1200 Quadratkilometer großes Gebiet freigelassen werden, um sich im dortigen Ökosystem zu integrieren. Einst gab es 2 Millionen Bisons in Kanada. Dann standen die Büffel kurz vor der Ausrottung. Erst später erkannte man, wie wichtig der Einfluss der Tiere auf Artenvielfalt, Bodenqualität und Wasserhaushalt ihres Lebensraumes ist.